Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und natürlich bin ich immer noch bei den Navarren gut dabei. Mittlerweile haben wir ja 60% fertig. Ja, mittlerweile haben wir 50% fertig. Es tut mir leid, ich habe euch falsche Hoffnung gemacht. 50% der Navarra-Quest haben wir. Ja, ich könnte noch ein bisschen was anderes mal nebenbei machen, aber ich will jetzt ein bisschen sparen. Diese Quests müssen sein. So. Was anderes wird ja nebenbei schon passieren, indem wir da in Fino zu fünft, vermutlich mit Physico, der neu dazugekommen ist, ein Hohepriester, noch so besser, umso besser, dann kommen wir tatsächlich durch, hoffe ich mal. Ja, natürlich werden wir durchkommen. Was soll die doofe Frage? Natürlich werden wir durchkommen. So. Aber jetzt muss ich erstmal durchkommen zu den Navarren, weil da fehlen ja noch ein paar. Und alles, was wir schaffen, schaffen wir. Die Kakuki 33 definitiv los. Mal kurz gucken. Wir müssen jetzt so 10 oder 20 nachhaben. Also irgendwo zwischendrin wahrscheinlich. 21. Wow. Also noch 12 Minuten, dann geht's ab in die Kaku. Das heißt, es wird noch diese Folge passieren, wenn auch am Ende. Hehe. Ich freue mich schon. Fino ist eigentlich eine sehr, 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 sehr schöne Kaku. Die habe ich früher schon immer gerne gemacht. Und die mache ich auch nach wie vor gerne. Und ein bisschen XP bekommt man dadurch ja auch. Gerade hier an den Anfangsleveln. Muss man wirklich sagen, gibt es da schon ordentlich XP für. Wenn auch nicht extrem viele, aber ist ordentlich, ne? Ordentlich reicht ja schon. Lalala. So, wir gehen mal hier rum. Plupp. Hier lang. Den, genau, wollte ich gerade mitnehmen, den aber. Der erste ist tot. Haben wir ja schon mal 1%. Oder eigentlich ist es ja 1,4%, ja, ist ja egal, 1,33% oder sowas wahrscheinlich, wie immer, 1,333, Periode 3, ich habe es mir jetzt übrigens nur im Kopf überschlagen, ja, ich weiß, dass das nicht stimmt, oder ich vermute es zumindest, so, 2, könnten ruhig ein bisschen schneller umfallen hier, 4, es dauert alles heute so lange mit der blöden, ich habe versprochen, dass ich das jede Folge mache, weil die blöde, den Cooldown so langsam hat jetzt mittlerweile durch den blöden, ja, durch dieses Rebalancing. Ne. Fies. Ja, wie gesagt, die neuen Gebiete, ich habe sie ja auch 100 in der einen Folge, ich meine, die meisten werden es sicher gesehen haben, die jetzt zuschauen, sind schön, was Neues und vor allem ist schön, dass es mal wieder vorangeht. Aber das Rebalancing vom Jäger hätten sie weglassen können. Nee. Ich will es nicht. So. Zumindest jetzt noch nicht. Später vielleicht, wenn die dritte AOE da ist. Aber jetzt guck mal hier. Das dauert doch alles so lange. So. Hopp. Fall um. Dankeschön. So, da kommt der nächste. Den nehmen wir gleich mal mit. Ich nehme an, müssten auch gleich die anderen wieder kommen, die hier noch da sein sollten. Ah, guck her. Man braucht nur rufen. Zack. Und hip. Mache Fino auch nicht mehr, gehe ins Bett, hab keinen Bock mehr. Okay, dann ist auch die Nacht gerade weg. Okay, können wir Nachti. Dann zopp, zopp, zopp. Schauen wir mal. Nachtkralle wird dann wohl der Räuber gewesen sein. Weil Halle und so, ne? Und die hat ja halt so lange Krallen als Option, optionalerweise. Plim. Müsste Nachtkralle natürlich dann sich irgendwann mal aus der Gruppe schmeißen, aber dann, ja gut, das kann dann Rambo übernehmen. Schauen wir mal, wie spät haben wir es denn? Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt fast am Überlegen, mich auch wieder auszutragen, aber weil ich muss, wie gesagt, die Folge oder die erste Folge muss ich noch rendern und hochladen, was gar nicht mal so leicht ist, wie es klingt. Weil, wie gesagt, das muss alles noch heute passieren, damit die Folge morgen pünktlich auch um 12 veröffentlicht werden kann. Also morgen heißt für euch vor 4 Tagen. Dienstag halt. Was nicht 4 Tage denn. Ist ja auch egal. 3 Tage. Ist es spät? Ich kann nicht mehr rechnen, keine Ahnung. Obwohl 3 Tage müsste schon hinkommen. Wir sind in Folge 4. Folge 1 ist die notwendige zum Veröffentlichen. Also 3 Tage zurück, passt schon. Oh, ich kann doch noch rechnen. Ich bin voll der Rechner. Der Bolzenrechner. Mit meinem Bolzenschussgerät in der Hand.
Was ja technisch gesehen tatsächlich ein Bolzenschussgerät ist, so eine Armbrust. Die schießt ja keine Pfeile, sondern Bolzen. Bögen schießen Pfeile, Armbrüste Bolzen. Also könnte ich mich theoretisch rot machen, Mist. Könnte ich mich theoretisch selbst verschießen mit so einem Bolzenschussgerät. So, Physico ist dafür dazugekommen. Dafür haben wir trotzdem noch hier. Noch Ferry und Jäger. Ja? Wollten wir dir noch Clary und Yegi machen? Mhm. Jetzt noch, ist klar. Morgen gerne. Achso, ja, die zwei werden wahrscheinlich sich schon ein bisschen kennen. Naja, was soll's. Nachtkralle muss auch mal ins Bett. Ist ja schon fast wieder morgen. Ja, eigentlich ist morgen, aber nicht morgen früh, sondern morgen der nächste Tag. Weil ist ja schon nach 12 Uhr. 0.33 Uhr fast. Fast. Gucken wir mal. Ja, ich weiß, 0.26 Uhr. Ein paar Minuten sind es noch bis 0.33 Uhr. Auf jeden Fall ist er hier in jedem Fall Geisterstunde. So, mach halt Subis und so mal alleine weiter. Subis? Was sind Subis? Wesentlich. Naja, ich mache jetzt jedenfalls keine Pause. Ich bin auch schon voll verwirrt. Ich mache jetzt jedenfalls nach Elde, weil ich war ja fertig. Oder? Sicherheitshalber mal gucken, ja. Okay. Dann Tügel. Diesmal nehmen wir diese Rolle. Immer mal was anderes. Lädt auch. Ein. Nee, ich mache mit dem Clary nichts mehr ohne dich. Aha. Naja, ist auch ohne Clary, ohne jemanden der Haut. Nee, würde ich auch nicht machen. So, Eldarine. Einmal Loden. Schön, da sind wir wieder. Plupp. Oh, na, sehen wir mal. Schnuggi ist Physico, Silber, keine Ahnung. Hm. Lalalala. Meld dich wieder an. Achso, da meint er sicher diese Nachtkralle. Die kennen sich alle untereinander. Ich kenne keinen von denen. Oh, gut. Umso besser. Vielleicht lerne ich ja mal neue Leute kennen. Ich lerne doch gerne neue Leute kennen. Einer ist schon wieder raus. Sind wir jetzt nur noch drei oder was? Nochmal gucken hier. Fähigkeiten? Nee. Quests? Nee. Inventar? Nee. Na, wo habe ich denn da? Na, hier oben. Ich bin auch doof. Wisst ihr, ich sag doch, dass ich schon spät. Jetzt sind wir nur noch drei. Naja. Ich will keine einsame Kaku, ne? Und die anderen zwei, ich bin mir nicht sicher. Wir haben noch Rambo, Mage und Physico. Hm. Bin am überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht, weil es würde ja wieder sehr lange dauern. Ich denke, ich werde auch rausgehen. Ja, ich gehe auch raus. Tut mir leid, Leute. Ich versuche mich in der nächsten Folge einzuschrauben, dass es dann wirklich mal wieder eine KQ gibt. Aber jetzt muss ich erstmal hier weitermachen und ich muss die Folgen ja noch rendern lassen und dann auch veröffentlichen. Das heißt, die erste Folge muss ich auf jeden Fall warten, bis die durchgerendert ist, bevor ich ins Bett gehen kann. Und wie gesagt, wir haben es schon nach 12. Muss nicht sein. Naja, dann würde ich sagen, schreibe ich das mal. Jetzt kann ich nicht mehr richtig schreiben. Okay, das ist ja normal bei mir. Ich werde auch ins Bettchen hüpfen. Ich schreibe mich auch wieder aus beim nächsten Mal. Mach ich mit. Zup, machen wir so. Ja, wenn ihr alleine könnt, kein Problem, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Also es müsste schon gehen. Clary, Mage ist eine gute Truppe. So, abbrechen. Aktualisieren mal. Nicht, dass ich da aus Versehen drin bin. Ja, okay. Biba und gute Nacht. So. Dann kann ich auch direkt wieder aus der Gruppe. Oh, Steinkrieger hat sich den Titel Verfluchter Verzauberer verdient. Naja, gut, okay. Steinkrieger, alles Gute zu dem Titel, auch wenn du ihn nicht gerne hast, wahrscheinlich. So. Ich gehe mal aus Gruppe. Plupp. Und weiter geht's hier.
Na komm, laden bitte schön. Geht heute nicht, war etwas schleppend teilweise, aber naja gut, okay, dafür ist es, hab ich keine Lags irgendwo im Spiel, muss ich sagen. War nicht großartig. Ich versuche hier immer wieder hier aufs Pferdchen zu steigen. Geht doch gar nicht. Manu, also was heißt Pferdchen? Ihr wisst schon, aufs Hotte Hü. Hotte Hü ist in dem Fall mein Waschi. Ich weiß nicht, ob der auch Hotte Hü macht. So, muss mal hier mal wieder, da genau, die kann ich ja machen. Weil der wäre wahrscheinlich eh gleich ausgelaufen. Und muss ja nicht sein, dass er unnötig irgendwas ausläuft. Wo soll es denn hinlaufen? Rambo hat noch gute Nacht geschrieben. Nachtkralle auch. Und Physico nicht. Aber möglicherweise hat er noch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das an mich gerichtet war oder direkt an Nachti. An Nachtikralle. Mal schauen. Bilova. Nee, Bilovina hat sich den Titel Level 20 erreicht. Nicht Titel Level 20. Glückwunsch, Bilovina. Und willkommen natürlich im Spiel. Bist wahrscheinlich noch nicht lange dabei. Oder bist halt ein Quink. Wenn du neu bist, willkommen. Hi. So, klopp. Navar hat Level 2 von 60 erreicht. Quatsch. Navar sinkt im Level. So, Eishein hat sich soeben den Titelverkäufer verdient. Da hast du den ganzen Müll, den du gerade verzaubert hast, wieder rausgehauen wahrscheinlich. So. War das Eishein? Ich weiß es gar nicht. Aber naja, auf jeden Fall Glückwunsch zum Verkäufer. Ist ja auch eine Menge Arbeit, der solche Titel. Oder die älteren Titel zu bekommen, hier Verkäufer beispielsweise. Am Rune hat sich den Titel still verdient. Oh, jetzt geht's aber los. Hopp. Blim. Ungeöffnete Karten habe ich mir auch verdient. Obwohl ich die gar nicht will. Weil von den Navaren haben wir eigentlich genug. Ich bin mir sicher, da wird nichts Neues dazu kommen. Großartig. Unnötig Arbeit hier, sich noch die Navar-Karten aufzumachen. So. Jetzt stellen wir uns hier mal an den Anfang. Und warten auf den Respawn. Das ging, muss man sagen, definitiv etwas schneller beim letzten Mal. Das heißt, wir haben die Mobs schneller down gekriegt. Ganz einfach. Also heißt das ganz klar, diese scheiß AOE hat sich nicht wirklich gelohnt für uns. Dieses verstärkte Damage dank dem verringerten oder verlängerten Cooldown. Haben wir gesucht, du hast von die A-Karte gezogen. Naja, was soll es? Ach so, stimmt. Ich wollte ja jede Folge sagen. Ich weiß nicht, diese Folge habe ich glaube ich schon gesagt, aber man kann sie ja trotzdem nochmal wiederholen. So, wollte ich nochmal noch erwähnt. 26 von 60, 30 von 60, die Hälfte haben wir wieder mal. Und die Hälfte ja vom Level auch. Juhu, ich freue mich. Ist aber auch eine langsame Quest. Und ja gut, ich weiß, jetzt würde wieder einer schreiben, ja, mach mal, gute nächste nicht. Wie heißen die Dinger hier im die Schnecken? Nee, Schnecken waren es auch nicht. Oder waren es Schnecken? Entschuldigung, musste gehen. Wird Zeit. Es wird wirklich Zeit für mich. Eieieiei. Schlumm, aber 60 von 40, andersrum. 40 von 60. Aber, naja, immerhin, es geht voran. Langsam, aber sicher. Mit Sicherheit geht es sicher voran. Wenn es nicht sicher vorangehen würde, wäre das ja ungünstig sicher. Aber ich wollte eigentlich, guck mal, nicht mehr rausgehen. Gucken kann man, dann guckt man in die verkehrte Richtung. Hallo, was soll das? So, hauen die mich einfach. Aber durch meine T2-Rollen bin ich ja geschützt wie nichts Gutes. Haut mich durch. Doch, meine ich nicht durch. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin so voll. Ne? Und so. Voll und so. Hopp. So, 48 von 60. 50 von 60. 52 von 60. Ja, geht doch voran. Komm, das schaffen wir noch bis Ende dieser Folge. Lalalala. Kommt alles weg, ja, alles weg, alles tot machen. Blöder Ritter. Können wir mal gucken kurz, ob das überhaupt was für die. Ich glaube, die Lizenz hat man ja hier drauf. Navare meine ich. Rote Trümpfe, Navare und Kernwächter. Genau.
30% Schaden haben wir bei denen, aber okay, 36% macht so allgemein. Bumm. Damit hätten wir es fertig. Die paar hauen wir noch weg. Flupp. Und die zwei auch ohne Albersdoll-Rolle. Nehmen wir mit. Komm, hau ab. So. Ja, jetzt. Hartnäckiges Viech hier. Flupp. Jetzt aber. Okay. Dann würde ich mal sagen, ab nach Sandige Hügel. Kennt den Weg ja. Zack. Und dann einmal auf den Waschbären. Und einmal durchs Tor. Eldarin. Wunderbar. Den Weg kennen wir ja mittlerweile zur Genüge. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon gelaufen sind, aber das reicht ja auch. Vom Weg her. Laufen her. Ich will nicht so unbedingt laufen. Klar, wie gesagt, die Schnecken und das ganze Theater, das braucht viel mehr. Aber da sind wir ja gar nicht bei dem Level. Das ist Level 100. So, verrückte Quest beginnen. Ja, nein, ja, ich fange ja schon an. Aber nicht mehr in dieser Folge. Denn für heute reicht es mir jetzt wirklich. Ich muss das Zeug noch ändern. Das heißt, auch die Aufnahme ist jetzt beendet. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.